Servus, Kinder, willkommen zurück zu Let's Play Blind Pokémon Sonne. Heute mit Gast. Hallola, Leute. Sehr gut hier. Da ich grüßen müssen mit Dortmund zusammen, weil, naja, man grüßt immer mit der Heimatstadt, aus der man kommt. Ne? So, wir wollen heute mal in die Gletscherhöhle zurück. Nein, Heimatland, Deutschland. Ach so. Oh, say, can you run? Ich hab für eine Sekunde gedacht, ich kann über Wasser laufen. So, hier gibt's ja noch. Du bist Jesus. Yay! Und wenn du das Wasser teilst, dann bist du sogar Moses. Ja, ich glaube, bei Team Forest hat gesagt, eigentlich müsste jede Rasse den eigenen Jesus haben. Und ich glaube, beim Freezer-Clan wäre es dann Freezes. Freezes Iced. Freezes Iced, glaube ich, wäre es dann gewesen. Ich fand das echt lustig. Ich glaube, seitdem haben sie immer gesagt, wenn sie irgendwie statt Jesus Christ haben sie gesagt, Freezes Iced. Auch lustig wäre, wie heißt es nochmal? So ein Freezer so eindeutschen oder so, statt dass du Freezer sagst, Freezer? Kühlschrank. Gott. Ach so, hier kann man dann angeln. Ja. Ah. Ja, ich habe noch nicht angeangelt, weil ich, ach so, ach, okay. Ja, die Angel ist neu in dem Spiel, das darfst du nicht verdenken, dass ich das gar nicht kenne. Ja, ich habe gedacht, da wäre ein Tutorial gewesen. Sie hat es erklärt. Sie hat irgendwas gesagt von Steinen im Wasser und ich habe es erst. Cool. Ich habe es erst nicht geblickt und mittlerweile habe ich das. Das ist auch cool. Woran das wohl liegt. Aber nein, danke. Ey, kriegst du das Spiel schon durch? Nebenbei erwähne ich jetzt mal, aber wirklich spoilern, hoffe ich jetzt zumindest. Ah ja, das und das passieren noch. Ja, und auch kein sowas. Was viele Leute, was ich immer lustig finde, man sagt, ja, aber spoilern nicht, keine Sorge. Boah, jetzt kommt gleich was Cooles. Das fällt für mich unter Spoilern. Ja. Oder wie Maxen sagte, Siedewasser, ich hab voll gespoilert. Ja, das wusste ich von Raff. Ich habe blöderweise den Weg nicht gesehen im Durchspielen und habe direkt den richtigen gefunden. Das ist blöd, weil man dann... Ja, man will sich aber auch nicht so lange auf dem Wasser aufhalten. Ich will mich generell nicht so lange in den Gebieten aufhalten. Ich finde das andere dann, okay, sieht richtig aus, ist da noch alles anderes, sieht nicht danach aus und tschüss. Ja. Aber beim ersten Durchspielen bin ich auch meistens noch so, dass ich zumindest immer so ein bisschen umgucke. Vielleicht ja, ich auch, aber wenn du den Weg ja hier einfach so vorbeischwimmst und dann, sieht nicht aus, als wäre hier noch was, dann gehst du weiter. Ja, deswegen sind das ja auch versteckte TMs. Ja. Was ist eigentlich Schutz? Ich glaube einen, weil er mir mein Mitnahme-Pokémon gefunden hat. Weil man kann Schutz auf jeden Fall kaufen. Ich weiß, aber warum soll ich Schutz nehmen, wenn ich sowieso die neuen Pokémon sehen will? Ja gut, es geht eher darum, wenn du jetzt wie hier wieder zurückgehst. Ja, aber hier ist eh wenig Gras, nicht aber Kauras zum Zurückrennen. Ja, ich weiß nicht. Ich hab mal so ein. Ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, wie lang so ein wilder Kampf dauert. Wenn du den Kampf startest bis zum Fliehen. Das dauert, glaube ich. Die Generation ist halt recht langsam von. Die fünfte Gen ist ja immer noch die schnellste. Die fünfte ist die schnellste, ja. Ich glaub, das ist du wolltest noch die Kraftreserve abholen, die ich links weiß, und hier kriege ich noch ein Ei herin, das habe ich nämlich auch erst erfahren. Weil ich habe mit ihr nicht gesprochen, weil warum sollte man auch mit der Pensionsleiterin sprechen, wenn man gerade nichts abgeben will? Ja. Ich züchte ja nämlich so, da haben wir schon mal auch anderes Zeug, das ich gefangen habe, in Lusardin. Yay! Das fliegt das wahrscheinlich im Anio landen wird. Ich befürchte das auch, ja. Also das befürchten. Ich finde das Ding nicht gerade hübsch. In beiden Formen nicht. Ja, obwohl, die große Form sieht ja noch gefährlich aus. Ja, aber ich finde auch nicht gut. Das ja, aber... Und wir wissen nach 20 Jahren immer noch nicht von wo die... Aber was cool ist, wenn du Pokémon jetzt zur Pension abgibst, lernen die nämlich keine Attacken mehr. Das ist so gut und schlecht zugleich. Ja, weil wenn du das dann abgibst zum Trainieren tatsächlich... Ja gut, vielleicht gibt es irgendwann eine zweite, die dann funktioniert wie die alten und hier kriegt man Kraftreserve. Ich untersuche Pensionen nicht beim ersten Mal durchspielen, weil die sind ja dann erst meiner Meinung nach nach dem Durchspielen relevant für mich. Ja. Dann willst du das ausbrüten lassen oder soll ich einfach erzählen, was drin ist? Man weiß es schon, also wer den Kampf gegen Raffel geguckt hat, den letzten, der weiß, dass da ein Evoli drin ist. Ja gut, man kann Evoli auch wild fangen, das ist nicht das Problem. Auf ja, aber er hat es eindeutig erwähnt von einem Ei und ich habe erst nicht geplant, was für ein Ei er redet. Guck mal, die Kraftreserven haben die meisten nicht.
haben die Und mit meisten Geist wäre es nicht. bei Welches Pokémon hat Geist? Starter. Okay. Es hat auch Schläger, das ist eher physisch ausgelegt, so wie es aussieht. Ich habe jetzt auch gerade keinen. Von der letzten Entwicklung weiß ich nicht, wie gut die spezielle ist. Wow! Mancher Drache, die obligatorische fucking Drachenkraftreserve. Also, du musst eigentlich bei Arak war auch nachgucken, was meine Kraftreserve das Fähigkeit Ja, aber hat. jetzt gucke ich erstmal, weil Kraftreserve ist immer noch besser als der Schlecker. Ja, gut. Und ich glaube, physisch oder speziell macht das auch jetzt nichts aus. Es sind 3 Punkte, aber dafür der Schlecker nur 30 stärker und immerhin Ja. das andere 60. Ja, obwohl es voll niedlich ist, wenn du von einer Katze gesteckt wirst, ja. Das schon. So nicht, dass ich das nicht lernt. So, weil ich muss Arakwa wieder aus der Box holen. Keine Ahnung, ob es drin bleibt. Ich fand das Viech gut zum zweiten Durchspielen. Auf jeden Fall. Ist leider aber hier, weil ich sicher, ob ich es doch wieder mitnehmen soll, aber irgendwie. Ja, ich habe nämlich schon auch einen Evoli, das habe ich ja gefangen. War der erste Encounter auf der Route. Auf einer Route. Ich glaube, Evoli war eine 5% Routentreffung. Was ist der Encounter bei mir? Ja. Schau mal, was ich für eine Kraft sehr weit Arakwa habe. Ich hatte, glaube ich, eine Kraftreserve Feuer auf dem Viech. Das war voll cool. Das ist recht gut. Beste Kraftreserve. Es gibt Pokémon, bei denen Oh, freue ich du mich immer hattest. sowas. Es Ah, gibt immer. nee. Du hast den Siedewasser als TM. Ja. Die Kraftreserve ist die unnötigste, die du haben konntest. Sagen wir es so, Kraftreserve Wasser ist in Ordnung, solange du keine stärkere Wasserattacke findest. Ja, aber nachdem es den Blubstrahl schon Die gelernt hat, der Krabbe 65 kann. hat. Wow! Die Krabbe kann Das Siedewasser. wird, glaube ich, ein Wasser-Pokémon. Es lernt sehr viele Wasserattacken. Ja gut, es ist wiederum eine Krabbe. Ja. Es ist nur ein Kampf-Pokémon. Ich war auch überrascht. Ich dachte eigentlich, es wäre Wasser. Ich Habe ich gesehen, mir dass es. auch beim ersten Mal so gedacht. Ja, Wasserkampf. Weil ich glaube, meine Reaktion war cool, Wasser-Pokémon. Oder meine erste Reaktion war, was ist das? Ich will es haben. Bloß noch ein bisschen Läuft aufgeregt, also. falsch. Läuft falsch. Außer du willst zurücklaufen, sonst läufst du falsch. Dann laufe ich falsch. Mizunda! Ich finde das nicht cool. Oh, Okay. das sieht auch cool aus. Ich kenne die letzte. Ich glaube, ich habe sie schon gesehen. Ich hoffe, dass das aber. Ding. Ach so, ja, da war ja was. Ja, weil die Person erzählt dir, dass die Mogelbaums ja von Ja, ich diesen. muss aber dazu sagen, nachdem ich auf den Kampf mit Raff warten muss, ist das Ganze wirklich eine ganze Woche her. Ja, gut. Muggel! Ach, oh! Ich hätte Ich habe wenigstens keinen einen Baum Kampf gesagt. einbauen können. Das heißt, meine Bäume haben sich direkt zum Dom Royal aufgemacht, ohne anzugreifen. Er hätte mich bestimmt daran erinnert, wie sie von Tracy in ihrer Fettkraft nass gemacht wurden. Nass gemacht bei Wasser. Jetzt sind sie jedenfalls weg und sie nicht mehr im Weg. Dafür kriegst du ein Geschenk von mir. Da nimm. Drogen! Oh, Zauberwasser. Zauberwasser. Perfekt. Oh, bezaubernd. Ja. Vielleicht sind die Mogel beim ersten Dom Royal aufgebrochen. Ach so, weil es als Hetzbock stand, oder? Oh, um durch mehr Training ihre Angst vor dem Wasser zu verlieren. Kennst du den Dom Royal? Das ist die Heimat des Battle Royale. Oh, echt. Voll cool, oder? Ja, klasse. Hier, geh noch mal nach oben, dann kann ich dir noch kurz was zeigen, was lustig ist. Ich kann aber gefühlt Raffles-Tempo machen. Werde ich wahrscheinlich auch machen, aber trotzdem. Du siehst so diese Lücke da. Geh mal da rein, jetzt so das Tauros. Und jetzt dreh dich im Kreis mit dem Tauros B gedrückt. Das ist nämlich die Methode zum Ei ausschlüpfen. Okay, das ist gut. Und falls dir das nicht aufgefallen ist, dreh mal einfach jetzt den Charakter ganze Zeit auf Stand, ohne B zu drücken. Und ich glaube, wenn Aber du musst, glaube ich, oder? Ja. du darfst nicht B drücken. Ich hab's vorhin, okay. Weil dann fängt er an, halt die Pirouetten zu drehen. Okay, hat das irgendeinen Sinn? Nein, das ist einfach nur eine Spielerei. Und Okay. ich glaube, wenn du nur ganz kurz B drückst, stolpert er auch ab und zu mal. Okay. Also laufen, gerade auslaufen. Dann stolpert er. Weil das mit der Pirouette, das sieht einfach lustig aus.
Damit haben wir jetzt ein paar Minuten verbraucht, jetzt können wir weiter. Oh, okay, das ist ein Trainer. Nee, wie ist Kimi? Ja, oh, da gibt es auch einzige wie mich. Man nennt mich Anthony den Knirps. Von sich zu reden, ich bin Anthony, der Knirps. Ja. Gut, das hört sich echt episch an. Ja. Knirps Anthony, fordert dich hier raus. Das wird lustig, wenn du so eine Randomizer spielst oder so. Ich bin Anthony der Knirps, das bist du sicher nicht. Du weißt wahrscheinlich nicht mal Anthony, aber du bist auf jeden Fall auch kein Knirps und verdammt nochmal, ich gehe auf Arakua. Arakua. Der Feuer-Pokémon hier. Ach ja, stimmt, wir müssen ja jetzt im Feuergebiet kommen, ich glaube, wir müssen zu dem Vulkan. Ja. Aber davor kommt noch irgendwas Cooles. Vielleicht. Gut, du hast schon erfahren, dass wir zum Beckeldom gehen. Naja, genau, das ist eine Dom Royal. Dom Royal. Gott, auch, weil ich hatte schon. Wow, sieht wie Wasser aus. Ich kotze warmes Wasser raus. Es sieht dann erst echt aus, wird so. Dieses Spucken nicht beim Sprechen. Es wird sich anspucken, genau. Magunior. Die Leute, aber auch mit ihren scheiß Magunior. Es könnte langsam anfangen mit Spector. Ich weiß selbst gerade nicht, auf welchem Level sich das entwickelt. Ich glaube, das entwickelt sich aber auf 20, also ist es noch in Ordnung. Müsste 20 sein, ja gut, stimmt, ist noch 16. Ich glaube, ich kann mich an keinen Trainerkampf erinnern. Wow, Geduld. Du bist tot, bevor das kommt. Ja. Da habe ich auch mal ein Video dazu gesehen, dass Geduld ist eigentlich die schlechteste Attacke, die du haben kannst, machen kannst. Es ist die schlechteste. Ja. Ich glaube, Nappy und Schuff oder irgendwie haben mal ein Video dazu gemacht, sagt, was macht Geduld? Es gibt ja drei Runden, in denen du den Schaden frisst und dann doppelt zurückgibst. Was macht Geduld eigentlich? Es gibt dem Gegner Zeit. Zeit ins Fitnessstudio zu gehen, sich richtig aufzubauen und danach die Fresse zu polieren. Ja. Du hast drei Runden. Das reicht, um einmal zu wechseln und mit irgendeinem Pokémon zwei Drachentanz zu machen. Und in der Regel sind das die Pokémon, die dir dann dein Team zerreißen. Ja. Als Beispiel. Du musst voll gut sein, wenn du den einzigen Knirps aus Alola besiegen konntest, ja. Sieht ja aber aus wie jeder andere Knirps aus Alola. Nein! Ja. Und du wirst in Vergessenheit geraten. Wie das jetzt aussieht, auf einmal ist er weg. Da steht er noch da unten, oder? Weil er außerhalb des Bildschirms stand. Okay, hätte ich einen Hypno eingesetzt, würde ich mir jetzt ernsthaft Sorgen machen. Wow! Denen. Oder züchter ich die. Wow, okay, ich stand nicht direkt vor ihm, er hat mich gesehen, das ist interessant. Ja, die haben, glaube ich, einen 180 Grad. Ja, jetzt Züchter William. Mit den Mogelbaum. Mogelbaum. Ja gut, man hätte auch irgendwie rechnen können, dass irgendein Trainer einen Mogelbaum haben wird. Boah, theoretisch. Ja gut, das hätte auch wie im anderen, wie in Gold Silber einfach als Rank-Counter kommen können und war Klischee. Ja, das wäre auch cool gewesen. Aber warte mal. Was der Resistance-Stein nicht, oder? Was? Was der Resistance-Stein nicht, oder? Oh, ich glaube nicht, wenn wir jetzt sehen. Nein. Nee. Ich vergesse das gelegentlich, oder ich vertue mich da gelegentlich mal. Sagen wir es eher so, es gibt wenig Wasserkäfer-Pokémon, deswegen weiß man nicht, ob Wasser. Aber es gibt auch genug Wasserflug-Pokémon, um es eigentlich wissen zu können. Ja gut. Das stimmt aber auch. Aber bei dem Wasserflug-Pokémon hast du sowieso mehr Angst vor Elektrizität. Ja, aber wenn ich gut, einen Steinhagel tut immer noch weh. Das ja. Fulminante Faust. Aber was hast du für Wasserflug-Pokémon? Du hast einen Pelipper, das ist physisch defensiv und Gyarados ist auch nicht gerade unbulky. Ja, ich glaube, ich habe mal gewusst, weil ich bei der Nuzlocke mal mir drum Sorgen gemacht habe, zu Recht anscheinend. In der Nuzlocke? Ja. Das hat Robustheit. Oh, das, ist das neu oder? Nee, das hatte Robustheit schon vorher. Das wäre jetzt cool gewesen. Mimikry kopiert der ZZ-Angriff. Ich probiere jetzt diesen Landing. Ich habe mich wohl überhaupt nie befasst, also ich wusste nicht, dass es Robustheit haben kann. Ja, aber das wusste ich. Das Problem ist einfach, dass es eigentlich physisch defensiv ist und eigentlich. Es ist so ein Pokémon. Das kannst du so sehen wie jedes andere Gesteins-Pokémon, dass du einfach nur reinholst, das soll die Tarnsteine rausziehen und dann explodieren. Ja, hier Steine, bumm. Ja.
Also der erste Encounter ist ein... Ah, Ampuli. Ja. Irgendwann denke ich mal dran, mich zu einer von der Spitze zu nehmen. Niemals. Wobei, das ist auch was Level 20. Ja gut, das ist Teamleader. Ich weiß gerade gar nicht, auf welchem Level wo sind denn deine Pokémon alles? 18, 19 und 20. Okay. Aber wie ich sehe, hast du keinen Yorkcliff gefangen. Nee. Ja, Schlafrede. Weil du konntest im letzten Pokémon Center einen Yorkcliff gegen ein anderes Pokémon tauschen. Ja, irgendwo hier ist ein verstecktes Item. Das hat mir Raff schon erzählt. Gerade auch sein Pflanzen-Pokémon, aber das ist... Ich muss erst mal schauen, dass ich bis da draufkomme. Meine ich. Aber ich glaube, das ist nur ein Beleber oder ein Top-Trank. Falls du... Hier, du kannst... Wow, oder ein Superschutz, das geht natürlich auch. Du kannst deine Pokémon auch auf den Steuerpad da anlegen. Okay. Oh, das sieht aus wie ein Weitenwicken von Pampuli. Pampuli! Nee, kann nicht sein. So, weiter geht's. Du bist so... Ist das ein Junge oder Mädchen? Mädchen. Hitler, ja, dich meine ich. Würdest du mir kurz helfen? Nee. Hier drüben. Nein. Die hat so riesengroße Augen einfach. Yo, 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 dreh uns nicht den Rücken zu! Hey Mann, ist das nicht der von Melle Melle? Oh nee, ich hab doch die zwei Idioten schon wieder. Diese Typen sind gemeine Pokémon, die mir kennst du die etwa? Yo, man, meine besten Homies, ne, Bros? Nein, die sind unbekannt. Das ist krass gelogen, yo! Ich liebe das. Mein Name ist Hapu-U! Merkt euch das gefälligst! Es ist in größeren Städten wie dieser einfach normal, dass auf offener Straße Pokémon, die mir ihren schmutzigen Handwerk nachgehen? Ja. Wahrscheinlich. Nicht mit mir! Los, du übernimmst den! Achso. Ja, was heißt die Diebe, Mann? Wir machen nur unseren Job! Sie klauen unseren Chips! Wir würden nur nach Akala versetzt, weil uns der auf Mille absolviert hatte. War voll scheiße. Wir wollten schön essen gehen und so. An diesem meisten stellen wir der Sache auf den Schädel hier. Aber eigentlich müsste der Anführer von Team Skull doch ein, oh, wie heißt das wir jetzt? Skunk-Tank haben. Theoretisch ja, aber weil Team Skull ist ja auch deutsch für Totenkopf. Team Totenkopf gab es ja damals in Poker Mystery Dungeon 2. Und das hieß auf Englisch sogar Team Skull. Ja. Deswegen heißt das ja hier jetzt auch Team Skull. Ja. Obwohl, ich weiß gerade gar nicht. Team Galaktik, auch Galaktik. Ich weiß nicht, ob Magma und Aqua sich geändert haben. Plasma blieb Plasma. Ja, Galaktik ist auch Galaktik. Hier ist ja dann Galaktik und dann Galaktik war bloß von der Rechtschreibung. Ja, und Magma und Aqua, eigentlich hießen die Teams immer auch gleich. Ach, ja, wieder mit Romando. Joey Mantis! Mantis! Und hast du, glaube ich, die Zornklinge drauf. Ich habe die Zornklinge drauf. Hat die schon immer 60 gehabt? Ne, 40. Die hat 40, dann 80 und dann 120 oder so. Okay. Oh mein Gott, dieser epische Kampf. Oh mein Gott. Ist das ein Speed-Tie? Really? Obwohl, ich kann mir gut vorstellen, dass beide echt langsam sind. Und Emantis sollte ja auch nicht so lange im Team sein, oder? Aber das geht yo, 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 Digga, das geht gar nicht klar. Komm. Blödes Gift, geh weg. Emantis. Emantis. Wenn man immer auf den Loser ist, lässt man auch schon mal den Schädel hängen. Das ist aber ganz schön, wie sie immer Schädel statt Kopf sagen. Lon! Pambrul! Was höre ich da? Du willst die beiden platt machen, Pambros? Das ist jetzt echt gemein, Mensch. Nur so, die abgewandten Typen stehen sowieso noch aus heiterer Luft. Boah, das ist echt fies. Wow, lass uns lieber die Kurve kritzen, yo. Kein Bock hier meinen Schädel zu riskieren. Yo, yo, ich sag's dir nochmal, mein Bro redet ständig von Schädel, damit du sie in deinem Dickschädel einhämmerst. Wirklich gefälligst, wer endlich wer ist.
Natürlich weiß ich, wer die beiden Eulen sind, der andere hat Zubat. So, bist du allein nach Hause? Trieb! Ich kann jetzt wieder Kinder entführen, danke! Ich bin Loni. Ich bin froh, dass du seinen Weg alleine findet! Du hast dem kleinen Bär geholfen, weißt du das? Weißt du, wie heißt du eigentlich? Mike? Ein guter Name. Find ich auch. Wenn er zu kämpfen gefällt mir. Da steckt viel Herz drin. Wir haben die ganze Zeit Soundkling nur eingesetzt. Das ist sehr klein. Spam wie blöder. Spamming, das ist so viel Herz in der Taktik. Pampas und ich sind viel auf der Insel unterwegs, um unser Ziel zu erreichen. Wir sehen das irgendwo wieder. Schließlich schuld ich dir noch was für deine Hilfe. Ja, die hast du bestimmt alleine nicht geschafft. Ja, weil du ist schon weiterentwickelt oder so. Und Bambros! Ja, finde ich genauso. Oh, soll echt die Klappe halten. Oh, ich hab grad FPS-Drops. Ach ja, Mike! Du solltest dich unbedingt mal am Battle Royale versuchen! Warum reden alle davon? Ich hab da keinen Bock drauf! Du hast ja jedenfalls das nötige Zeug dazu. Pambros sieht das genauso! Bestimmt, weil du mit der Pokémon geredet hast. Und da reiten sie davon in den Nichtsonnenaufgang oder Untergang. Weil es mit in die Sonne rein. Ich bin einfach direkt in die Sonne. Bambus! Burnt. Wow, hier sieht sogar ziemlich gut aus. Ja. Und bei diesen Blumen kriegst du rosa Nektar. Ja. Oder war das lila? Nee, pinker? Irgendein Nektar kriegst du da. Kann ich mal fucking Koriogel verändern. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich hätte dir das einfach nicht zeigen sollen. Ja, ich würde es damit den Part beenden. So, also das! Verdammt! Und dann hättest du auch noch zum Pokémon Center gehen können. Eigentlich schon, das kann ich auch schon machen. Wo ist denn der Eingang da? Das war jetzt Falle, auch noch ein Pokémon heilen. Ich hätte jetzt zugesagt, dass es eine Falle war und ich habe noch eine mega lange Cutscene geworfen worden wäre. Nee. Nee, die kommt erst gleich. Ah, okay. War mir klar, dass da irgendwo eine lange Cutscene kommt. Dum, 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 dum. Das ist etwa in der fünften Generation, wo immer eine lange Cutscene erwartet wird. Ja, das ist viele Cutscenes, aber wenn du mal eine hast, dann ist sie auch noch lang. Kann das denn hier schon auch machen? Okay Leute, das war's mit Pokémon Sonne für heute. Danke fürs Zuschauen. Okay, ich krieg das nicht gebacken, dass ich das durchgehen drehe. Egal, bis die denn und ciao!